Jetzt haben wir eine besondere Attraktion auf der Pferd International. Und zwar den Andreas Maurus. Mit seinem Zehnerzug. Der ist gerade gefahren mit seinem Allgäuer Zehnerzug. Ja. Lieber Andreas, wie war es heute? Warst du früh mit dir, mit deiner Leistung und von deinen Pferden? Ich war sehr zufrieden heute. Es war heute der vierte Tag. Ja. Die Pferde gingen jeden Tag besser. Und heute zum Abschluss, der Galopp, der war perfekt. Und es kann nicht besser gehen. Also ich bin sehr zufrieden und auch zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben es gesehen, wir haben es gefilmt, wir haben es fotografiert. Die Hufgeflüster-Leserinnen und Leser, die sind begeistert davon. Kriegen jetzt über das Internet was mit. Sag einmal, die Pferdel, kennt ihr die alle selber? Du musst ja ein Millionär sein, wenn man 10 Pferdel da halten muss. Ja, ich habe 2 Pferde von mir sind dabei, aber das ist ein Familienunternehmen. Das sind 4 Pferde, also 6 Pferde sind aus der eigenen Familie. 2 von meinem Cousin und 2 von einem Freund. Ah ja. Und so haben wir die 10 zusammengespannt und ja, das funktioniert auch sehr gut. Nicht schlecht, also seid ihr alle aus einer Richtung wahrscheinlich. Wo kommt ihr her oder wo sind denn die Pferde alle wir stationiert? Wir sind aus Obergünzburg, das ist im Allgäu, das ist so zwischen Kempten und Kaufbeuren. Ja, genau, genau. Und wie kommt ihr da her mit 10 Pferden? Hat man dann da 5 Pferdelanhänger oder wie geht das? Ja, exakt. Ja, jeder Pferdebesitzer hat seinen Anhänger und der fährt mit seinen 2 Pferde daher. So brauchen wir 6 Fahrzeuge. Auf die Kutsche kommt dann auf einen Tieflader. Und einen Haufen Personal dazu, oder? Wie viel seid ihr da in deiner Crew? Ja, wir sind so circa 10 Leute, die da mithelfen und die haben alle Arbeit. Ja, der reine Wahnsinn. Und die Kutschen werden am Tieflader gefahren, oder wie? Exakt, die tun wir auf dem Tieflader, braucht man natürlich ein schweres Zugfahrzeug. Ja, ja, genau, genau. Und ja, Pferd International, fahrst du da öfters, jeden Tag jetzt, oder wie? Oder? Ja, auf Pferd International fahren wir eigentlich schon, seit es Pferd International gibt. Das ist weit über 20 Jahre. Wir sind schon am Anfang dabei gewesen. Ja, und ich hoffe, dass wir auch noch ein paar Jahre weiter. Genau, der Allgäuer Zehnerzug, eigentlich eine ganz bekannte Sache, wenn sie das schon so lange macht. Der Vater hat doch das angefangen wahrscheinlich, oder? Exakt, mein Vater hat das angefangen vor über 30 Jahren mit dem Zehnerzug. Der hat es ja mal irgendwo gesehen und es hat ihn so fasziniert, dass er gesagt hat, das muss ich auch machen und hat da hart gearbeitet und hat das Ganze aufgebaut. Ja, genau. Und ich als kleiner Bub war schon immer dabei und habe schon immer die Leinen gehalten und habe mit 4 Ponys geübt, damit ich das auch mal hinkriege. Ja. Und seit wann fährst du Kutschen? Ich habe noch fast nicht laufen können, habe ich schon Pony bekommen. Dann sind wir mit dem Pony in Schule geritten, ab dem 6. Lebensjahr und wenn es ging irgendwie mit Ponys Kutschen gefahren und haben da halt unsere Erfahrung, die ersten Erfahrungen gesammelt. Ja, und seit wann ein Zehnerzug? Zehnerzug, den fahre ich jetzt, mein Vater ist seit 3 Jahren tot, da fahre ich ihn jetzt eigenverantwortlich und früher hin und wieder hat mein Vater mich auch mal fahren lassen und das habe ich dann schon auch genossen. Ja. Es ist doch erstaunlich, dass man so viel Pferde überhaupt in den Griff haben kann. Wie machst denn du das? Gibt es da irgendeinen Geheimtipp oder irgendeinen Trick, dass das so hier habe mit 10 Pferden da vorgespannt? Ja, das ist sehr viel Erfahrung. Man muss genau wissen, welches Pferd an welcher Stelle gut geht. Ja, ja. Die müssen vom Charakter perfekt zusammenpassen. Die Farbe muss passen. Und das ist unser Geheimnis, ja. Also das Team, das ganze Team, alles drumherum. Pferde, Kutscher, dann die Leute, alle die Mithelfer. Eine Augenweide für das ganze Publikum. Ihr seid die Attraktion im Schauprogramm. Wir hoffen, dass du jedes Jahr wieder da fahrst, weil wir freuen uns jetzt mal über das. Dankeschön. Der Allgäuer Zehnerzug, wo kann man bei euch was erfahren? Im Internet zum Beispiel, aus der Homepage oder wie? Ja, da bin ich gerade am Aufbau. Das wie ist die Adresse, kannst du ja sagen? Die heißt... Wir schreiben das einfach dazu. Das müssen wir dazu schreiben. Im Nachspann schreiben wir das dazu. Ich habe. Wie heißt denn das? Jetzt komm, ich schreibe es im Nachspann dazu. Ja, ich muss das noch. Ich bedanke mich total für das nette Interview. Ja, hat Spaß gemacht. Danke auch. Ja. Und dir toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal. Anschauen, ja. Okay.